In Nigeria sind fast 500 Jungen und junge Männer befreit worden, die in der Stadt Kaduna wie Sklaven gehalten wurden. Die Polizei stürmte das Gebäude, das offiziell eine Islamschule beherbergte, nachdem es Hinweise auf Misshandlungen gegeben hatte. 8 Menschen wurden festgenommen. Dieser Ort ist weder eine Heilanstalt noch eine Islamschule, das sehen Sie ja selbst. Kleine Kinder wurden hergebracht, manche von ihnen aus Nachbarländern wie Burkina Faso, Mali und Ghana. Die Kinder hier stammen aus dem ganzen Land, manche von ihnen waren sogar angekettet. Sie wurden benutzt und entmenschlicht, das sehen Sie ja selbst, sagt der Polizist. Die Befreiten berichteten, teils monatelang gefoltert worden zu sein und Hunger gelitten zu haben. Sie seien in dem Gebäude festgehalten worden. Die Behörden nahmen die Jungen und Männer in ihre Obhut.